Retro Studios Nintendo Presents irgendwie in Zusammenarbeit Donkey Kong Country Returns. Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herring Ray. Ich muss mal den Ton bei meinem Fernseher ein bisschen lauter machen, weil jetzt eben habe ich eigentlich fast gar nichts gehört. So, jetzt bin ich mehr oder weniger besser vorbereitet. Wir spielen heute und in nächster Zeit Donkey Kong Country Returns. Ja, wer hätte es gedacht? Der ein oder andere da draußen wird jetzt vielleicht sagen, Mensch, der Hering, der ist ja schon ein ganz schön berechenbarer Let's Player irgendwie so. War ja irgendwie klar, dass der das nach New Super Mario Bros. Re-Here einfach so raushaut, dieses Spiel. Aber ja, was soll ich sagen, kann sein. Wow, okay, jetzt ist der Sound, glaube ich, einigermaßen okay. Damit kann ich leben. So, Donkey Kong Country Returns, zurück an A und B, um das Spiel zu starten. Yeah, geile Musik. Ich sage jetzt noch geile Musik, also es ist sehr schön. Mit Donkey Kong verbindet mich eine gewisse Hassliebe, könnte man sagen. Ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, aber das werde ich jetzt nach und nach ein ganz klein bisschen weiter ausführen. Jetzt interessiert mich gerade... Achso, oh, ich habe gerade einen Pointer gesucht, aber ich steuere das Ganze hier mit dem Analogstick. Also mit dem Analogstick vom Nunchuck. Dem einen oder anderen wird jetzt an dieser Stelle schon mal auffallen, ja, ich habe dieses Spiel hier noch nie gespielt. Interessanterweise allerdings habe ich mir Donkey Kong Country Returns zeitgleich mit New Super Mario Bros. Wii gekauft. Also dementsprechend könnt ihr euch ausmalen, wie lange dieses Spiel jetzt hier schon unbenutzt irgendwie in meiner Wohnung rumfliegt. Aber okay, gut, was soll's? Ja, mein Gott, jetzt ist es halt soweit, jetzt spiele ich's und jetzt spiele ich's mit euch, für euch, whatever. Und wir machen jetzt einfach mal ein neues Spiel. Wir wollen was sehen für unser nicht bezahltes Geld. Und jetzt kann ich hier irgendwie, ja, ich könnte zwei Spiele machen, wenn ich noch irgendjemanden hätte, aber ich habe ja momentan andere Together Let's Plays am Laufen und so, ne? Davon mal abgesehen, kann ich ja Together Let's Plays irgendwie leider nur übers Internet machen, weil alle Leute, mit denen ich spielen könnte, die wohnen zu weit weg oder so. Es ist irgendwie traurig. Ich müsste mal, aber okay, egal. Ne, den Gedanken brauchen wir jetzt an der Stelle nicht weiter ausführen. Ich werde nochmal kurz in Optionen gucken. Ob man hier irgendwie was Audio, bla, blub, na gut, Musik, bla, Steuerung. Ausgewählt, Nunchuck-Methode, waagerechte Position, ja. Das ist ja im Endeffekt auch etwas, was ich im Spiel so ein ganz klein bisschen vorgeworfen hatte, ne? Also, ich hatte das, glaube ich, mal in irgendeinem meiner Videos mal erwähnt, in irgendeinem meiner über 1000 Videos, also Stammzuschauer könnten das vielleicht wissen, ich weiß es nicht. Ich hatte nur einfach mal gesagt, dass ich Donkey Kong Country Returns ein bisschen doof finde, in Anführungszeichen. Ja, was ich nicht mal alles doof finde, ne? Bei Mario Bros. Wii war es genauso. Dass ich das Spiel ein ganz klein bisschen doof finde, weil man es nicht mit einem Classic-Controller oder GameCube-Controller zocken kann oder so. Aber gut, okay, jetzt habe ich halt Wiimote und Nunchuck in der Hand und jetzt versuche ich mich irgendwie durch diese Wolkendecke zu kämpfen und sehe hier eine wunderbare Insel mit einem wunderbaren Vulkan, der wunderbar ausbricht und wunderbare Lavafontänen schmeißt und wunderbare Feuerkugeln fallen raus und da sind komische Dinger dran. Das sieht mir doch sehr maskenhaft auf eine gewisse Art und Weise aus. Und da ist jetzt eine große böse Maske. Weil die hat einen komischen Gesichtsausdruck. Wow, ich bin eine große böse Maske. Das sind Tiki-Masken, ne? Ich glaube, die heißen so. Dab, 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 dab. Und jetzt fliegen also diese ganz kleinen süßen Masken irgendwie in der Gegend herum. Das ist der putzigste Elefant, den ich je gesehen habe. Aha. Hypnose. Du wirst müde, deine Augenlider werden schwer. Oder aber du wirst irgendwie kriminell und machst gleich böse Dinge oder so. Man weiß nicht genau. Kriminell trifft es. Oh, ich sehe dort Bananen. Oh, könnten das etwa? Ja, könnten das etwa? Könnte es etwa sein, dass ich diese Bananen irgendwo schon mal gesehen habe? Vielleicht. Also, vielleicht so andeutungsweise. Hm. Die Eichhörnchen finde ich auch putzig. Kong. Hallo, Didi. Ja. Oh mein Gott. Ja, was ist denn da passiert? Ja, da muss man noch gucken. Und so weiter und so fort. Hm. Was fehlt hier? Mein Gott. Oh, Diddy ist sauer. Genau. So. Donkey Kong guckt erstmal nach dem Rechten. Ja. Böse Tiki-Maske des Todes. Oh. Ich hypnotisiere dich, Donkey Kong. Du wirst irgendwie mein Lakai auf immer und ewig sein. Also, würdest du zumindest sein, wenn du nicht so ein verdammt dummer Affe wärst. okay. Und was lernen wir jetzt daraus, liebe Kinder? Aber gut, okay. Sein Gesichtsausdruck ist so geil. ja. Ich glaube,
Ich glaube, da ist jetzt mächtig Zunder in der Hütte. Dam, 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 dam. Bam! Und raus mit der Tiki-Maske. Oh, ich bin Donkey Kong. Ich bin Donkey Kong und ich mach... Oh ja, oh cool, ja. Moment, wie funktioniert das? Ich brauch nur mit der Wii-Fernbedienung schwingen, ja? Genau, okay, Moment, aber... Ich kann prinzipiell auch mit dem Nunchuck schwingen, merke ich gerade. Okay, und wenn ich beides zusammenschwinge, dann... Achso, Moment, ist das dann kraftvoller? Nee, sah nur so aus, glaube ich, oder? Ich habe keine Ahnung. Ist es kraftvoller, wenn ich mit beiden Sachen schwinge oder nicht? Bla bla bla. Ihr da draußen, die ihr dieses Video seht, ihr habt doch sowieso schon wieder alle Donkey Kong Country Returns gespielt, was natürlich euer gutes Recht ist. Ich kann in meine Hütte reingehen. Natürlich, in meiner Hütte ist ein roter Ballon, der bringt mir ein extra Leben, das ist cool. Und ansonsten, was ist hier noch so? Bop bop. Bop 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 bop. Da hängen Krawatten irgendwie hier und komische Lampen und so. Und hier ist ein Fernseher und... Oh mein Gott, ich kann einen Fernseher anmachen. Donkey Kong Country Returns, natürlich. Ja, der Affe. Der hat gar keine Spielkonsole hier. Hm, komisch. Da, 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 da. Ja, und coole Musik. Dab, dab, dab. Okay. Na gut, wir wollen es nicht übertreiben an der Stelle. Bo, 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 bo. Wir gucken nochmal ganz hier links. Kann ich in meine Höhle reingehen? Ich kann in meine Höhle reingehen. Ui, und in meiner Höhle ist ein Puzzleteil. Natürlich. 1 von 9. Aha, interessant. Was ist das? Moment. Bab. Irgendwas kann man damit machen. Ach, der Affe kann greifen. Das ist cool. Ansonsten... Ah, aha, ja. Der ein oder andere wird sich jetzt an der Stelle vielleicht fragen, woher kenne ich so einigermaßen Steuerungsmechanismen? Nun, zum einen, wie gesagt, das ist nicht mein erstes Donkey Kong Country, also so ein bisschen... Schon auf den ersten Blick ist es ziemlich vergleichbar irgendwie mit den Super Nintendo-Teilen. Wobei ich finde, dass Donkey Kong sich jetzt schon wieder so ähnlich schwammig steuern lässt, wie zum Beispiel Mario bei New Super Mario Bros. Wii. Also im Vergleich halt zu den guten alten Super Nintendo-Spielen. Aber vielleicht kommt auch nur mir das so vor. Ich meine, er braucht immer einen Moment, bis er tatsächlich angelaufen ist und dann erstmal in eine Richtung laufen kann. Also ich drücke nach links und dann habe da. So, okay. Schweinchen schlau will, dass ich irgendwie schwinge und... Ach nee, Schweinchen schlau will... Ach so, genau, er bringt mir das Pusten hierbei. Ach so, ich muss runterdrücken und dann Fernbedienung schwingen, damit der Affe irgendwie pustet. So, ja, der eine oder andere wird sich trotzdem fragen, woher kenne ich solche Dinge? Also so wie Pusten und bam, bam, bam. Aber wenn man das erste Mal spielt, ist es doch noch was anderes. Ja, wie Pusten und den ganzen Kram und diese komischen Vögel und warum kenne ich das alles hier eigentlich mehr oder weniger? Nun, das Ganze... Extrem coole Musik. Das Ganze hat eigentlich mehr oder weniger folgende Bewandtnis. Verdammt. Wie macht der Affe denn Rolle? Ach Gott, das funktioniert auch mit Schwingen. Och, du Scheiße. Das ist ja das reinste... Ach, naja. Okay, gut. Ich sag dazu jetzt an der Stelle mal nichts, aber ich möchte an der Stelle anmerken, irgendwie, ich wäre doch, wow, sehr glücklich gewesen tatsächlich über eine klasse Controllersteuerung. So, Geschichte. Ja, woher kenne ich das Spiel jetzt eigentlich? Das hier ist kein lupenreiner... Scheiße. Kein lupenreiner... ich will da oben links jetzt hin. Kein lupenreiner Blindrun in dem Sinne. Also, ja, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Das ist richtig. Aber, nein, es ist nicht das erste Mal, dass ich das Spiel sehe. Weil ich habe damals mehr oder weniger den Fehler gemacht und mir... ein Puzzleteil. Und mir ein Let's Play zu dem Spiel angesehen, als es rausgekommen ist. Beziehungsweise, was heißt, als es rausgekommen ist? Ich habe mir ein Let's Play zu diesem Spiel angesehen von einem meiner, ja, eigentlich immer noch Lieblings-Let's Player eben einfach, der das Spiel damals vor geraumer Zeit, also mittlerweile wirklich vor geraumer Zeit gemacht hat, nämlich Funk Royal. Ja, der Gute hat ja... Wow! Okay, das hat bestimmt noch keiner geschafft, oder? Also so früh in diesem Spiel zu sterben, das ist ja klasse. Gut, so. Jetzt probiere ich das Ganze nochmal. Der Hering hat ja voll drauf und so. Das kann nur ein gutes Zeichen sein. Bam, 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 bam. Ist mir total egal, ich hole mir trotzdem alle Sachen. Verdammt. Nee, Moment, hätte ich jetzt... Aber hätte ich dann jetzt... Muss ich dann gleich nochmal in die Höhle reingehen? Ich fürchte es ja fast, oder? Um das Puzzleteil zu bekommen, kann das sein? Ups, Moment. Ja, bop, 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 bop. Nee, Puzzleteile sind einmal eingesammelt und Puzzleteil ist gut. Das ist schön. So, okay. Ich hatte mir das Let's Play damals angesehen von Funk Royal, der ja zu Beginn relativ viele Videos tatsächlich gemacht hat und dann nach einer gewissen Zeit mal eine Pause gemacht hat, dann kamen wieder ein paar Videos, dann hat er wieder eine Pause gemacht und so weiter und so fort und momentan, beziehungsweise mittlerweile, macht er ja irgendwie gar keine Donkey Kong Country Returns beziehungsweise Metroid Other M Videos mehr aus Gründen, die...
keine Ahnung, er vielleicht mal genannt hat, aber jetzt auch nicht so offenkundig irgendwie da sind. Oh mein Gott, böse Tiki-Maske und süße kleine Bananen und ja, das ist wichtig. Gut, okay, wir haben unsere Bananen geklaut, das sehe ich ein. Wir wollen unsere Bananen wieder haben, das sehe ich auch ein. Und hier können wir, ach so, interessant. Und jetzt können wir, aha, aha, oho. Der Papagei, der sieht irgendwie Sternchen. Das ist lustig, gewissermaßen. Aber jetzt kann ich hier nicht hoch. Geht weg. Oh, ihr kleinen süßen Schleichpapageien. Mein Gott. Boing. Boing. Da-da-da-da. Ja, aus Gründen, die mir einfach nicht bekannt sind. Keine Ahnung. Kann sein, dass es mal gesagt hat. Aber wenn, dann habe ich es nicht mitbekommen oder was auch immer. Jedenfalls macht er ja keine Videos mehr irgendwie zu diesem Spiel. Was dann irgendwie ein ganz klein bisschen doof war. Auf eine gewisse Art und Weise. Ah, ich will Bananen. Ich will Bananen. Ah, nein. Wie? Kann ich ihn hochspringen? Hä? Ach so. Moment, richtiges Timing. Ja, aus Gründen, die mir jedenfalls nicht bekannt sind, macht er keine Videos mehr. Und das fand ich damals natürlich ein ganz klein bisschen doof, weil, ja, jetzt hatte ich sein Let's Play halt angefangen, aber jetzt kann ich das Spiel nicht zu Ende gucken. Und ganz ehrlich, ich wollte, mir das Spiel nicht bei irgendeinem anderen Let's Player angucken, weil, keine Ahnung, ich keinen adäquaten Let's Player gefunden habe, tatsächlich, bei dem, ich habe jetzt eine Banane nicht bekommen oder so. Ich weiß nicht genau, vielleicht hat es hier noch ein Puzzleteil gegeben. Ich habe keinen Schimmer. Dup, dup, dup. Ballon. Ballon ist gut, ja. Ich muss aufpassen, verdammte Scheiße. Ich habe hier nur quasi zwei Versuche. Moment. So, kleines Schweinchen. Und, oh, ja. Yeah. Bom, bom, bom. Ich habe Diddy Kong. Da. So, alles klar. Ja, zwei Versuche nur deswegen. Also quasi nur ein Versuch. Ich kann nur einmal getroffen werden von den Gegnern. Und dann Lebensenergie oben links, ne, das... Da hat man nicht viel, da hat man nicht viel, gewissermaßen. Ich glaube, dieses Spiel könnte ein ganz klein bisschen kniffliger werden als New Super Mario Bros. Wii. Aber das ist jetzt nur so eine vorsichtige Einschätzung von mir. Ja, wie dem auch sei. Ich habe jedenfalls irgendwie keinen adäquaten Let's Player gefunden, bei dem ich das Spiel hätte gucken können. Und dementsprechend war ich dann so ein ganz klein bisschen aufgeschmissen. Und ja, mein Gott, habe ich mir nichts weiter dabei gedacht. Und jetzt bin ich hier und Let's Play das Spiel selber. Also, mein Gott, was soll ich dazu sagen? Hat sich halt irgendwie so ergeben. Lustiger kleiner Hintergrund. Oh mein Gott, ja. Wie komme ich da hinten jetzt hin? Moment, ich glaube, da ist ein Fass oder sowas gekommen. Kann das sein? Moment, ich gehe gleich gucken. Hier rechts ist... Ich glaube mal nichts. Dab, dab, dab. So, Fass. Und irgendwie, bam, A-Knopf drücken. Und der Affe fällt nach hinten. Und, Moment, da kann man doch bestimmt auch hin. Ja, wow, okay. Das Jetpack von Diddy hat auch ein paar Nachteile, wie mir scheint. Das mit der Rolle, das hat aber auch schon früher in früheren Donkey Kong Teilen funktioniert tatsächlich. Ups, weil der so eine Art Special Trick gewissermaßen. Oh ja, da konnte man sich total cool fühlen, wenn man das konnte. Aber naja, hier ist es eigentlich relativ einfach von der Ausführung her. Aber gut, okay, wir lassen uns diesbezüglich mal überraschen. Naja. Jetzt sitze ich jedenfalls hier, Let's Play dieses Spiel selber und ja, wie gesagt, also ist das, kann man das Fass nehmen? Nimmt der Affe irgendwie das Fass? Er nimmt das Fass, er hat es genommen, aber ich glaube, das war jetzt scheiße, dass ich das, aber gut, okay. Mit B greifen. Wie gesagt, an die Steuerung muss ich mich wirklich erstmal gewöhnen. Das ist ja die ganze Zeit irgendwie schütteln und dann doch mal einen Knopf drücken und dann irgendwie doch mal wieder was anderes und Bonusraum finden und so weiter und so fort. Also, überanstrengt den Hering bitte an der Stelle nicht. Oh Gott, schnelles Fass. Dop, 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 dop. Okay. Ja. Nein. Ja. 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 Nee. Ja. Wow. Wow, wow, wow. Der Hering macht Special Moves. Ach du Scheiße. Oh, hat der Hering den ersten Bonusraum geschafft? Ich glaube ja schon. Ja. Wie lange brauche ich jetzt schon für den ersten Level? Ich glaube, das ist nicht gut, mein Spieltempo. Aber es ist mir jetzt an der Stelle egal. Ich spiele das Spiel halt so, wie ich will und so. Und das ist auch verdammt lange her, dass ich die Videos von Funk Royale gesehen habe. Also von daher... braucht ihr euch da nicht zu große Gedanken machen. Ich glaube, im Endeffekt, nach meinem ersten Tod habt ihr das selber schon gesehen. Ich werde noch gut genug mit dem Spiel zu tun haben, tatsächlich. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit er es gespielt hat. Welt 5 oder irgendwie sowas? Oh, rote Papageien. Oh, die sind böse. Oh, die sind richtig böse, wenn sie mich sehen. Boah, sind die sauer. Die gehen ja richtig, also, wow. Die sehen Affen und denken sich so, boah, jetzt bin ich sauer. Das ist ja krass. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, er hatte bis Welt 5 oder irgendwie sowas gespielt, oder? Ich glaube. Also, wie gesagt. Aber gut, dann habe ich es in dem Fall halt irgendwie bis Welt 5 gesehen. Vielleicht das Let's Play, beziehungsweise das Spiel und alles, was danach kommt, da, ab da wird es dann hundertprozentig blind. Von daher, irgendwie, ich wollte da jetzt noch gar nicht. Ich wollte eigentlich unten rechts gucken. Scheiße. Level geschafft. Ja, also Kong habe ich eingesammelt und 7 von 9 Puzzleteilen. Fortfahren. Na gut,
Übrigens, möchte ich an der Stelle sagen, ich habe noch keine Ahnung, ob das hier ein 100%, 200% oder was weiß ich, wie viel Prozent Run wird. Weil, ich glaube, zunächst einmal versuche ich einfach zu überleben irgendwie. Also ich versuche schon so viele Sachen wie möglich irgendwie einzusammeln, aber ich werde jetzt in meinem ersten Durchgang kein Level nochmal spielen, weil, nö, muss nicht sein. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich so ein bisschen wie bei New Super Mario Bros. Wii, nur dass ich jetzt an der Stelle tatsächlich noch nicht sagen kann, okay, ich gehe nachher auf jeden Fall nochmal in alle Level rein und hole mir die Sachen. Aber wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir trotzdem in den Kommentaren natürlich schreiben, wenn ich irgendwelche Sachen irgendwo vergessen habe oder so, weil dann freue ich mich wieder. Weil dann keine Ahnung, vielleicht raffe ich mich dann ja vielleicht doch auf, irgendwie dann das Spiel nochmal so zu spielen oder so und dann halt alle Gegenstände zu holen. Ich habe keine Ahnung. Je nachdem, mal gucken.